Hallihallöchen Leute da draußen, Servus, ich bin's wieder, euer Gaming Nisi, mit einer weiteren Folge Assassin's Creed Fear the Black Flag. In diesem Teil versuche ich mir wieder eine Mission zu machen, wie eigentlich in jedem Teil immer. Jedes Video werde ich eine Mission machen und ja, ich hoffe euch gefällt das Format, könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wie ihr das Format findet in den Kommentaren. Und ja. Müssen wir zu irgendeinem Punkt hingehen. Das ist ein bisschen wie ein Minion. So. Sorry, Jungs, sorry. Und ich bin beklauen. Stehen, ja, kann ich. Dankeschön, mein Herr. Gar nicht, da was abgezweigt von dem kleinen Kollegen. Weiter geht's. Mit der Steuerung bin ich doch nicht immer. Bin ich doch nicht ganz so vertraut, aber ich gebe mein Bestes. Nee. Ich probiere jetzt hochzuklettern. Ey, Kollege. Hey Leute, ich komme nicht hoch. Lol, hä? Seht ihr, das meine ich. Ich kann zum Beispiel. Aha, jetzt. Jetzt zum Beispiel. Drücken Sie L, 3 und X. Was war das, Digga? Ah, macht mir noch so einen Mega-Jump. Okay. Gut, kein Schaden. Weiter geht's. Hallöchen, Jungs, was geht? Weiter geht's. Okay. Bin ich hier angelangt? Bis der Wallpin, nehme ich an. Mission starten. Also. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Dankeschön, Jungs. ¿Ese es el hombre? El, ¿cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos los ingleses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llevo meses en alta mar. Es indulgente con él. Da wird geschossen. Aha. So, hab die Terrasse erreicht. Ah, der schießt. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Merkt man bei ihm nicht selber. Um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen. Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht. Doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Okay, Leute, ihr wollt ein Battle gegen mich? Kriegt ihr's. Ich hab gerade mal... Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Drücken Sie Reihe, kommt mit der Pistole, das verkehrte Ziel. Durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht andersherum. Nachladen. Okay.
englischen Freund von mir, Julian. James Puckle arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Herausfordern. Safe? Soll ich den Weg zuerst herausfordern? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Junge. Ja, komm schon, Digga, das muss ich nachladen. Ja, ich muss auf. So ein Pech. Nochmal. Ja, nochmal. Weil ich meine Kugeln auch alle nachgeladen haben. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Bitte, willst du mich verarschen, Junge? Als ob ich wegen der Millisekunde nicht... Nun gut. Also nochmal. Eine einfache Aufgabe. Versucht, den ganzen jedes Gespräch, Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Nachladen, Monsieur. Hallo. Ja, das zieht voll viel Zeit ab. Boah, 350, ja. Punkt, ist eine Herausforderung abschließen. Okay, Diggi. Fortsetzen. Komm, Leute, weiter geht's. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Jo. Nicht schlecht, Jungs. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Rui. Brauch, Aal. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Ah, also es wäre schade, jetzt abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. In der Nähe eines Ziels auf Fähig, um an der Tacke zu verüben. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? L nach vorne bewegen, um an einen Heuhaufen zu springen, okay. Ah. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Okay. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Natürlich. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir?
Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Ah ja. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Ah, ja. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören.
Mission beendet. 100% beendet, Jungs. Wir haben es drauf. Fortsetzen. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Also Leute, das war's mit der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Wunderschönen Tag noch. Oder wann immer ihr auch das Video schaut. Haut rein, habt einen schönen Tag und genießt auch das schöne Wetter. Ciao.